Hallo ihr Hübschen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Tanja und heute reden wir mal wieder über Bücher. Und zwar zeige ich euch heute, was ich denn im Mai alles gelesen habe. Ja, da ist wieder ein ganz schöner Stapel zusammengekommen. Ich muss aber gestehen, da sind zwei, drei Bücher dabei, die habe ich erst im Juni beendet. Da waren noch ein paar Seiten übrig. Die zeige ich euch aber trotzdem. Ich fände das jetzt ein bisschen affig, die noch liegen zu lassen, nur weil ich sie jetzt im Juni beendet habe. Das ist ja Unsinn. Also, ich mache das jetzt von jetzt an auch immer so. Von Lesemonat zu Lesemonat zeige ich euch die Bücher. Ne? Also alles, was jetzt, wenn ich jetzt meinen Lesemonat am, keine Ahnung, nächsten Monat am 3. Juli drehe, dann zeige ich euch alles, was ich bis dahin beendet habe. Und wenn ich am 2. Juli dann noch 10 Bücher beendet habe, dann ist das halt so. Also das ist ja, ne? So, aber nur mal kurz dazu. Weil ich muss mir ja auch merken, worum es geht, ne? Und ihr versteht das. Mein Kanal, meine Regeln, so. Ich möchte mich übrigens noch bei euch bedanken, dass wieder so viele dazugekommen sind. Das freut mich total und ich finde das richtig schön und ihr schreibt mir auch immer diese schönen Kommentare und Nachrichten und so. Und einfach mal danke, dass wir jetzt schon irgendwie über 1100 Menschen sind. Das ist so krass. Und natürlich danke an die, die von Also ein ganz besonderes Danke an die, die von Anfang an dabei sind. Also, ich habe euch da schon im Auge, ne? Es sind ja wirklich ein paar, die schreiben mir praktisch vom ersten Video an. Ich finde das so toll und so schön. Einfach danke. So, und jetzt legen wir los. Das erste Buch, das ich im letzten Monat beendet habe, ist Mike von Sylvia Pranger. Puh, endlich habe ich es geschafft. Das habe ich echt ein paar Monate mit mir rumgeschleppt. Das war ein etwas schwieriges Leseerlebnis. Ja, hier geht's um Mike. Sie heißt eigentlich Michaela und arbeitet mit ihren drei Brüdern in der Motorradwerkstatt ihres Vaters. Und da kommt dann ein neuer Mechaniker ins Team, Damien. Und zwischen Mike und Damien funkt es praktisch schon der ersten Sekunde an, auch wenn Mike im ersten Moment nicht so glücklich ist, dass Damien jetzt da ist. Das hat so ein paar Gründe, die man dann erfährt und Mike ist eher so ein ja, buschikoses Mädchen und sie hat eine sehr schwierige Vergangenheit, denn ihre Mutter ist sehr früh gestorben und da gibt es, was so das Familienzeug angeht, so ein bisschen was aufzuarbeiten. Und ja, so passiert es, dass Mike und Damien sich schließlich auf einem Roadtrip die Route 66 hinunter wiederfinden. Zusammen fahren sie mit ihren Motorrädern diese Strecke und lernen sich da näher kennen und ja, auch noch näher kennen, sagen wir mal so. Also, ich fand das Buch ein bisschen schwierig. Ich kannte Sylvia Pranger bisher wirklich nur als Übersetzerin aus dem Sieben Verlag, wo jetzt auch dieses Buch erschienen ist. Und dann habe ich mir halt gedacht, ja, komm, liest du mal was von der. Nur weil man halt gut übersetzen kann, heißt das irgendwie nicht, dass man auch gut schreiben kann. Es tut mir ein bisschen leid, das zu sagen, aber ich fand's. Am Anfang fand ich es richtig, richtig schlecht. Die Sätze waren so kurz und abgehackt und man hatte keinen richtigen Lesefluss. Und dann halt diese Figuren. Also sie wurden gar nicht richtig beschrieben. Es hat, ich glaube, fast 100 Seiten gedauert, bis man überhaupt wusste, wie alt Mike und Damien sind. Denn da wurde dann so ein bescheuertes Altersunterschiedsding irgendwie erfunden. Also, ich glaube, sie war 24 und er 34 oder so. Und er hat dann so rumgetan, nein, du bist viel zu jung für mich. Sie ist doch keine 16 mehr oder 14 oder so. Sie war 24. Da ist man, sie ist eine erwachsene Frau, ne? Und er war ja keine 20 Jahre alt, das waren irgendwie 10 Jahre. Also, das fand ich schon sehr affig. Aber Mike hat sich auch super kindisch verhalten. Also, die haben sich teilweise verhalten wie Jugendliche. Und was mir halt auch überhaupt nicht gefallen hat, war, Damien taucht auf der Bildfläche auf und haut Mike einen Spruch an den Kopf, den er wirklich nicht so gemeint hat. Mike rastet komplett aus und Damien läuft ihr praktisch die ganze Zeit hinterher, will sich sofort entschuldigen. Es ist ihm super wichtig, was sie von ihm denkt. Wie so ein Hündchen und so. Also ich fand das ganz, ich fand diese, das war irgendwie, hat sich komisch angefühlt. Also die haben sich einfach verhalten wie Jugendliche und ganz ehrlich, wenn ich jemanden gerade kennengelernt habe und ich konfrontiere den irgendwie mit einem dummen Spruch, dann
entschuldige ich mich. Vielleicht am nächsten Tag, wenn derjenige sich wieder ein bisschen beruhigt hat und sagt, du, war nicht so gemeint, aber ich renne der Person nicht hinterher, bin super aufdringlich und tue so, als ob die Welt untergeht, nur weil die Person jetzt sauer auf mich ist. Also, ja. Der Roadtrip kam irgendwie auch viel zu spät. Also ich glaube, das Buch hat gar nicht so viele Seiten, 250 ungefähr. Und der Roadtrip kam erst nach der Hälfte. Und ab da fand ich das Buch dann auch gar nicht schlecht. Also, die Geschichte hat dann Fahrt aufgenommen und war ganz unterhaltsam. War halt so ein Roadtrip, ne? Da ist ordentlich was passiert. Aber das vorher, das war halt sehr. Da spielen ganz viele klischeehafte, stereotype Personen mit und es hat einfach viel zu lange gebraucht, um überhaupt in Fahrt zu kommen. Was dann halt nachher passiert ist, ab dem Roadtrip fand ich interessant, aber das konnte das Buch irgendwie für mich nicht mehr retten. Fand ich ein bisschen schade. Aber trotzdem, ja, war irgendwie in Ordnung. Ich habe auch noch was von Sylvia Pranger auf dem Sub. Aber es ist trotzdem kein gutes Buch gewesen. Also, ich werde nochmal was von ihr lesen auf jeden Fall. Das Buch war aber, es war, zum Schluss war es in Ordnung, aber ich würde es jetzt nicht empfehlen, sage ich es mal so. Weil es einfach zu lange gebraucht hat, um in Fahrt zu kommen. Das nächste Buch habe ich dann zusammen mit der lieben Sarah von The Happy Novelist gelesen, nämlich Breakaway von Annabel Steel. Ich will immer Annabel sein. Aber sie ist ja eine Deutsche, also wird sie Annabel heißen. Das Buch habe ich leider abgebrochen. Nach 200 Seiten, also nach knapp der Hälfte. Ah, das konnte auch der Buddy-Read nicht mehr retten. Also, es geht hier um, wie hieß sie, Lia. Lia hat in ihrer Heimatstadt etwas Schreckliches erlebt. Und sie hält es dann einfach zu Hause nicht mehr aus und flüchtet dann einfach nach Berlin. Und ohne einen Plan, ohne zu wissen, wie es da weitergehen soll, ja, lässt sie sich so durch die Stadt treiben, lernt dann aber recht schnell Leute kennen und auch. Wie ist er denn? Also das Buch habe ich schon wieder total verdrängt. Noah. Sie lernt dann Noah kennen. Und ja, zwischen denen entwickelt sich dann so eine zarte Liebesgeschichte. Glaube ich zumindest. Also ich sag's mal so, nach 200 Seiten war da von Liebesgeschichte immer noch nicht wirklich was zu merken. So ein bisschen. Also, ich habe mich mit dem Buch einfach unglaublich schwer getan. Also, wer mich jetzt schon länger verfolgt, der weiß, ich mag meine Liebesromane einfach so ein bisschen knackiger. Da muss ein bisschen was passieren, so. Ne? Konflikte und Action und das darf nicht so sinnlos vor sich hindümpeln. Also, wenn da so Füllszenen drin sind, die einfach nur drin sind, damit die Seiten gefüllt werden, nee. Mag ich nicht. Mein Problem war auch, man hat Lia einfach nicht kennengelernt. Ich hatte nach 200 Seiten immer noch wirklich nicht so eine richtige Ahnung, wer sie eigentlich ist. Das lag auch ein bisschen daran, dass um ihr Trauma, was sie da erlebt hat in ihrer Heimat, so ein übelstes Geheimnis gemacht wurde. Und dadurch, dass die Autorin da immer so drumherum geschwafelt hat, obwohl man sich sowieso denken konnte, was ihr denn passiert ist, ja, da hatte sie dann halt keine Möglichkeit, Lia so näher zu beschreiben, sage ich mal. Bei Noah ist jetzt wirklich nur. Oh, ja. Tut mir leid. Bei Noah war es noch schlimmer. Man hat ganz viel über seinen Bruder erfahren, der so ein paar familiäre Probleme hat. Die Eltern von ihm waren eh der Knaller. Aber von Noah selbst hat man nichts erfahren. Ich habe da mit Sarah drüber geredet und sie meinte auch, ja, man kennt den Typen gar nicht. Also das war nicht nur so ein subjektiver Eindruck, sondern es ging uns ja beiden so. Das fand ich ganz schwierig. Dann, ja, es gab also ganz viele von diesen Füllszenen. Also Streifzüge durch die Stadt wurden in aller Ausführlichkeit beschrieben, aber Szenen, die prädestiniert gewesen wären, um Gefühle zwischen Noah und Lia entstehen zu lassen, die wurden so links liegen gelassen. Und ich finde, die Geschichten der beiden haben mehr so nebeneinander gespielt, anstatt eine Einheit zu bilden. Also wir sind beiden gefolgt, aber die hatten, das ist nicht so richtig, das war keine Einheit, diese Geschichte, es war einfach. Es ist dann zwar irgendwie immer mal wieder kollidiert,
Aber man hat eigentlich mehr von beiden immer so bis Seite 200. Ich kann nur bis Seite 200 sprechen, ne? Ja, also das hat mir nicht gefallen. Es gab dann auch erst nach 200 Seiten den ersten Kuss in einem Liebesroman. Nee. Nee, nee. Das Ganze hätte vielleicht noch ein bisschen gerettet werden können, wenn die Atmosphäre vom Setting gestimmt hätte. Denn ich habe mir das Buch eigentlich nur gekauft. Die Story an sich hat mich schon beim Kauf gar nicht so richtig angesprochen. Mir ging es darum, das Buch spielt in Berlin. Und ich finde es ja ultra geil, wenn halt New Adult Romane auch mal in Deutschland spielen. Und man merkt aber, dass die Autorin keine Berlinerin ist. Denn, also ich habe ja in Berlin gewohnt, viele Jahre lang. Und diese Hotspots, die sie da beschreibt, die wirken halt wie aus dem Touristenführer kopiert. Also da war nichts Besonderes. Nichts, wo man sich so wiedergefunden hat. Und es gibt ja Autoren, wenn die über ihre Stadt schreiben, dann, ja, verraten die dir so Insider-Tipps und die können dir jede Straße, jeden Weg beschreiben und diese Kleinigkeiten, die Berlin ausmachen. Ich habe mich sowieso etwas. Es war auch ein bisschen schwierig. Als ich damals nach Berlin gekommen bin, vom Dorf, also ich habe in der Kleinstadt, bin ich aufgewachsen, aber für mich war es das Dorf. Als ich damals mit meiner Freundin dann nach Berlin gezogen bin, unser erster Gedanke war, boah, Berlin stinkt fürchterlich. Also dieser Großstadt-Mief war unerträglich und es war alles so laut und also wenn du es nicht gewohnt bist, war das echt ein Kulturschock. Und Lia beschreibt Berlin halt so, die kommt ja auch vom Dorf, beschreibt Berlin so als, ja, das Land, in dem Milch und Honig fließen, so ungefähr. Ah, war ein bisschen schwierig, aber gut, das ist jetzt vielleicht auch eher so eine subjektive Sache. Trotzdem fand ich die Beschreibung der Stadt einfach nicht gut. Und ich glaube, das Buch hätte mir besser gefallen. Also ich habe gelesen, die Autorin kommt aus Leipzig. Warum schreibt sie nicht über Leipzig? Also mir war es einfach zu träge, das Buch. Und dann war es auch. Ah, es hat sich irgendwie falsch angefühlt. Da habe ich zu Sarah gesagt, tut mir leid, aber ich pack das nicht. Also, ich glaube, sie hat es zu Ende gelesen. Ich habe ihren Lesemonat noch nicht gesehen. Ich glaube tatsächlich, sie hat es zu Ende gelesen. Hut ab. Als nächstes habe ich hier dann Dirty Headlines von LJ Shen. Das ist ein Rezensionsexemplar. Und ich habe mir ein bisschen schwer getan mit diesem Buch. Es geht hier um Judith, genannt Jude. Sie hatte einen echt miesen Tag. Sagen wir mal so, es ist alles schiefgelaufen, was schieflaufen kann. Und da setzt sie sich in eine Bar und lässt sich von einem Fremden abschleppen. Ein Fremder, von dem sie denkt, dass er ein französischer Tourist ist. Unheimlich gut aussehend und ja, sie haben eine wunderbare Nacht miteinander. Da Jude momentan ein paar Geldprobleme hat, lässt sie dann seine Geldbörse mitgehen. Und denkt, naja, den sehe ich eh nie wieder. Dem ist aber natürlich nicht so, denn wenig später sieht sie Cillian wieder. Oder Cillian? Cillian? Ich weiß nicht. Cillian. Sie sieht Cillian wieder. Und er ist ihr neuer Boss. Und zwar der Boss-Boss. Denn er ist, ja, der Boss eines Medienunternehmens, für das Jude jetzt arbeiten wird. Und ja, die sexy Anspannung zwischen den beiden ist natürlich nicht verflogen, aber Celian ist auch ein bisschen sauer auf sie, dass sie ihm das Geld geklaut hat. Und ja, wie das dann so weitergeht, könnt ihr euch wahrscheinlich denken. Also wir haben hier so eine, ja, klassische Office-Romance mit einem reichen Mann und einer bissigen, schlagfertigen Frau. Ich habe von LJ Shen im letzten Jahr den ersten Band der All Saints High-Reihe gelesen und super geliebt. Da gab es da so richtig schön kaputte Charaktere und damit hatte ich hier natürlich auch gerechnet. Und die kriegt man auch. Man kriegt so richtig kaputte Leute, die es momentan nicht einfach im Leben haben, die es nicht einfach im Leben hatten. Allerdings war bei den All Saints High war so der Unterschied, dass ich konnte nachempfinden, warum die Personen nicht immer nett waren. Und dem war hier nicht so. Ich mochte Jude super gerne. Die war eine ganz entzückende Person. Die war richtig niedlich und süß und sie lebt mit ihrem Vater zusammen und die haben einige Probleme.
und brauchen Geld und ja, da ist noch ein bisschen mehr im Busch und Jude war total für ihn da und war super süß und ich fand die ganz hinreißend, wirklich. Die war eine ganz tolle Protagonistin. Aber Cillian, oh, den fand ich so schrecklich. Ich fand den so abstoßend, den Typen. Das ist, ich stehe ja sowieso nicht auf diese reichen Geschäftsmänner, die meinen, sie können mit ihrer Macht und ihrem Geld alles kaufen. Und Cillian ist halt genau so ein Exemplar. Er ist so der dominante Alpha-Mann, der meint, also, dass er der Größte ist. Und er geht halt mit seinen Mitmenschen unmenschlich um. Das war nicht diese. Es gibt ja auch diese Bücher, so, da ist der Boss halt einfach ein Arsch, aber in der Freizeit ist er ganz nett. Und so war Cillian aber nicht. Ich fand den auch in seiner Freizeit ätzend. Also, der war. Ich weiß nicht, der hat so herablassend mit allen geredet. Er bezeichnet sich in einer Szene selbst als Gott seiner Firma. Und es hat natürlich seine Gründe, warum er so ist. Aber die Gründe waren, also man wollte ihn so am liebsten tätscheln und sagen so, alles gut, komm mal wieder runter. So, es hat jetzt keinen Sinn, so zu sein. Schwierig. Es gibt ja auch Office Romances, wo mich das nicht stört, wenn der Typ so dominant ist. Aber hier war es irgendwie so übermäßig. Also der hatte irgendwie, ich habe in ihm keine richtigen positiven Seiten finden können, auch wenn ich mich noch so sehr angestrengt habe. Er wurde dann zwar etwas zahmer so im Laufe der Geschichte, aber das konnte es für mich nicht mehr retten. Es gab eine Sexszene, da hat er so ein widerliches Verhalten an den Tag gelegt. Das fand ich so abstoßend. Ah, nee. Das ist bei mir voll nach hinten losgegangen. Ja, dann natürlich er und Jude, da treffen halt zwei Charaktere aufeinander. Sie lässt sich von ihm halt nicht alles gefallen und er presst ihn auch manchmal so ein bisschen damit, dass er sie körperlich so anziehend findet. Das war sehr lustig. Und es gibt in diesem Büro dann auch ein paar Kollegen von Jude, die schreiben sich immer so im internen Firmenchat-Netzwerk, schreiben die sich immer so hin und her und da kommt es auch zu super lustigen Situationen. Also es gab schon so Sachen, die fand ich richtig niedlich und richtig süß, aber es gab mir hier zu viele Klischees. Wirklich. Wenn man halt auch mit diesem Love Interest nicht warm wird, dann hat man halt sein Problem, weil dann kannst du bei der Liebesgeschichte nicht mitfiebern. Ich habe nicht verstanden, was Jude an ihm toll findet. Schade. Das war wirklich schade, aber wenn ihr dominante Alpha-Männer mögt, wenn ihr diese Art von Geschichten richtig cool findet, dann lest das Buch unbedingt, ihr werdet es lieben. Für mich war das jetzt irgendwie halt nix. Ich weiß nicht, da ist. Nee. Schade. Aber ich werde auf jeden Fall weiter Bücher von LJ Shine lesen. Ich habe ja auch noch von der All Saints High-Reihe was da und dann sollte ich vielleicht auch mal den Vorgänger lesen, hier Wishes Love. Ich glaube, das wird mir besser gefallen. Aber das hier war jetzt nicht so das Ultimate für mich. Schade, aber so ist es halt, ne? Dann habe ich noch ein Rezensionsexemplar gelesen, nämlich Wie das Leuchten von Bernstein von Nele Blom. Ich lese momentan ja super gerne so Romane, die an der Küste spielen und dieses Buch spielt auf Hiddensee. Es geht hier um Marie und ja, sagen wir es mal so, bei der läuft es nicht so gut. Die hat Probleme mit ihrem Geschäft. Sie hat nämlich einen Blumenladen. Und als ob das nicht noch genug wäre, kommt ihr Verlobter völlig selbstsüchtig auf die Idee, dass er jetzt einen Selbstfindungstrip in Südostasien machen möchte. Und ja, da sieht Marie sich gezwungen zurück nach Hiddensee zu gehen, wo sie aufgewachsen ist und wo ihre Oma ein, ja, Hotel hat. Und ja, dann ist sie da auf Hiddensee und weiß nicht so richtig, was mit sich anzufangen. Und dort trifft sie dann auch auf Ole, ihre erste große Liebe, der inzwischen die Bernsteinschmiede der Familie leitet. Bei diesen Büchern mag ich das, wenn man das Setting wirklich ganz klar vor Augen hat, wenn man so richtig Fernweh beim Lesen bekommt. Da muss ich leider sagen, das hat Nele Blom bei mir jetzt nicht wirklich geschafft.
gleich zu Beginn, also es fiel mir ein bisschen schwer, in das Buch reinzukommen, denn irgendwie hatte ich das Gefühl, die Autorin weiß mehr als ich. Also ihr Schreibstil war, er war zwar flüssig und ließ sich gut lesen, aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, da ist zu viel zwischen den Zeilen. Also die Autorin wollte Sachen beschreiben, hat es aber nicht so richtig geschafft. Und da ist kein Film in meinem Kopf abgelaufen, was ich super schade fand. Und ich hätte es mir dann natürlich auch gewünscht, dass ich mehr von Hiddensee erfahre. Ich war noch nie dort, ich habe keine Ahnung, wie es da aussieht. Und ganz ehrlich, nach Beenden der Lektüre weiß ich es immer noch nicht. Schwierig, weil das ist halt das, was ich mir wünsche. Ich möchte dieses Strand-Küsten-Feeling, Insel-Feeling. Ich weiß nur von Hiddensee, dass es dort keine Autos gibt. Dafür umso mehr Touristen. Ja, auch die Figuren blieben sehr blass irgendwie. Ihre Oma wurde so, also Maries Oma wurde so als, als sympathischer Ruhepol in die Geschichte eingebaut, ne? Aber auch die blieb ziemlich blass. Marie blieb mir irgendwie fern und auch Ole blieb mir fern. Derjenige, der wirklich am besten beschrieben wurde, war der Verlobte. Und der war echt ein bisschen gaga. Also ein bisschen sehr gaga. Der war so, also der hat wirklich so leicht irre gewirkt. Die ganze Liebesgeschichte zwischen Marie und Ole war auch sehr unemotional. Also, wie die sich miteinander unterhalten haben, war ein bisschen schwierig. Und dann ging es plötzlich so von jetzt, also es ging da auf einmal komplett in die Vollen und endete mit so einer sehr kitschigen Begegnung, sag ich mal so. Und das war, ich fand das schwierig. Also das hat sich irgendwie nicht so gut aufgebaut für mich. Generell hatte die Autorin auch viel zu viele Baustellen, um die sie sich gekümmert hat. Wir haben hier so ein Familiengeheimnis, um das es geht. Dann haben wir halt Ole und Maries Vergangenheit. Dann haben wir Jan, dann also ihren Verlobten, der da abgehauen ist, was mit dem ist. Dann haben wir, also da waren ganz viele Sachen, die alle so beleuchtet werden sollten, aber für nichts wurde sich halt richtig Zeit genommen. Das fand ich richtig schade. Hätte man da sich einfach auf das Familiengeheimnis konzentriert und auf die Liebe zwischen Marie und Ole, das hätte vollkommen gereicht. Also da hätte man gar nicht so viel machen müssen. Was ich auch halt super schade fand, war, es wird ja hinten im Klappentext steht, dass der Ole eine Bernsteinschmiede führt. Man kriegt aber, also ganz ehrlich, wenn das schon im Klappentext steht, dann möchte ich da auch hin. Ich möchte in diese Bernsteinschmiede und etwas lernen. Das war auch so der Hauptgrund, warum ich das lesen wollte. Und weil es hier eine Inselschamanin gibt, das fand ich auch sehr abgefahren. Es geht, also die Inselschamanin kam auch nicht zu kurz, das muss man sagen. Aber diese Bernsteinschmiede, warum war man nicht vor Ort? Also man hat einmal, ist man so auf Bernsteinsuche gegangen und hat da ein bisschen was erfahren. Aber ich hätte unheimlich gern was über das Bernsteinschmieden erfahren. Ja, das ist nicht passiert. Schade. Also, wenn man einfach ein kurzweiliges Buch möchte, ich habe das Buch auch an einem Tag gelesen, wenn man nicht so den Wert drauf legt, dass man wirklich ein Bild von Hiddensee im Kopf, dass einem das so reinprojiziert wird. Wenn ihr vielleicht schon mal da, dort wart oder euch vielleicht vorher ein paar Bilder anguckt oder so, ich habe keine Ahnung. Aber für mich war es. Es war in Ordnung, aber es war kein Highlight oder so. Es war eine nette Geschichte, aber man hätte viel mehr draus machen können, wirklich. Aber ich glaube, es war auch das Debüt der Autorin und beim nächsten Buch wäre ich vielleicht nochmal dabei und würde nochmal gucken, ob sie noch ein bisschen an ihrem Stil gefeilt hat, sage ich mal so. Dann habe ich zusammen mit Leo von Dunkelbunte Träume ein Buddy Read gemacht, nämlich zu An Ocean Between Us von Nina Belinsky. Dieses Buch war, also es ist so ein typischer New Adult Roman, man kann es nicht anders sagen. Es geht hier um Avery und Avery war früher Balletttänzerin mit Leib und Seele, aber dann hatte sie einen schweren Unfall und kann jetzt nicht mehr tanzen. Sie fängt jetzt am College an und muss sich erstmal neu orientieren, sie zieht sich von allem zurück und sie ist halt sehr, ich sag mal so ein bisschen zu weinerlich und hadert halt noch mit ihrem Schicksal. Und sie merkt dann, dass sie eine neue Beschäftigung braucht. Und die einzige sportliche Betätigung, die sie mit ihrem kaputten Körper noch machen kann, ist Schwimmen. Allerdings wird
der Schwimmkurs von Theo geleitet, dem gefeierten Schwimmstar des Colleges. Und die beiden können sich am Anfang überhaupt nicht leiden. Naja, was soll dann daraus wohl werden? Ja, ich muss sagen, ich mochte Avery am Anfang irgendwie überhaupt nicht. Die war halt so super weinerlich. Es ist ja irgendwie verständlich, dass sie ihren Traum nicht mehr leben kann vom Ballett. Sie war da wirklich voll dabei, ne? Aber das ging mir ein bisschen auf den Senkel. Ich fand das so ermüdend, dieses, ja, mein Traum ist vorbei, bla. Ja, es geht aber immer irgendwie weiter. Und das fiel mir ein bisschen schwer, aber das hörte dann auch irgendwann auf, dann war es in Ordnung. Theo, ja, der hat es nicht unbedingt einfach. Er hat außerhalb seines Schwimmkurses hat er da so ein Ding, was ihn sehr belastet und das macht ihn etwas fertig und er war aber eigentlich eine sehr sympathische Person. Ich fand den irgendwie in Ordnung. Man hat ein bisschen gebraucht, um mit ihm warm zu werden, aber der war ganz niedlich, sagen wir es mal so. Am Anfang war zwischen Avery und ihm die haben sich halt super viel angezickt und das war sehr humorvoll, fand ich sehr cool. Das hörte allerdings viel zu schnell wieder auf. Und dann wurde sich so drauf beschränkt, dass sie sich kennenlernen und erstmal so anfreunden und dann sprühen erst die Funken und ich glaube, ich wäre lieber noch ein bisschen in dieser Anmutzphase geblieben und dann hätten sie sich halt so Hals über Kopf verliebt. Dieses erstmal Freunde sein Ding war etwas ermüdend, es war etwas langweilig und in die Länge gezogen und die haben dann auch so banale Sachen gemacht. So, sie gehen dann in einen Escape Room und machen so eine Stadttour und so. Ja, das waren so Szenen, die hätte ich jetzt nicht gebraucht, sagen wir es mal so. Aber ich mochte halt einfach, wie die Autorin schreibt. Also das hat mich sehr, der Aufbau der Geschichte an sich irgendwie hat mir halt gut gefallen. Wie man da so, wie das so erzählt wurde, so war alles stimmig und es war so flüssig und ich bin denen irgendwie halt sehr gerne gefolgt. Man weiß allerdings ziemlich schnell, Theo hat ein dunkles Geheimnis. Und das weiß man eigentlich schon in Kapitel 2 oder 3, also was das ist. Und es wird halt trotzdem relativ lange rausgezögert, was es denn jetzt wirklich ist, obwohl man sich es halt schon denken kann. Das war jetzt auch wieder so ein Ding. Mich hat es nicht ganz so doll gestört, Leo fand das ganz ätzend. Also da waren wir so ein bisschen, mir war das halt nicht wirklich wichtig, aber sie hat sehr gestört. Da kommt man, das kommt wahrscheinlich jetzt so auf den Leser an, ob man... Das hat mich halt nicht gejuckt. Ich meine, bei diesen Geschichten ist doch sowieso immer klar, was passiert, ne? Ich fand, die Figuren waren halt, wie gesagt, echt... man hat so ein bisschen gebraucht, um mit denen warm zu werden, aber die waren ganz süß. Was mich gestört hat, war, dass die Freunde, das drumherum ein bisschen zu sehr in den Fokus gerückt wurde. Also, ich finde es ja immer ganz nett, wenn man die Freunde, die im nächsten Band eine Rolle spielen, dann schon mal so ein bisschen anteasert. Aber das war zu viel. Es ging hier um Mädels, Averys Freundin, die gründet eine Band und das wurde so krass in den Vordergrund gerückt. Also das wollte ich alles noch gar nicht wissen. Das hättest du mir dann im zweiten Band erzählen können, Frau Bilinski. Aber nicht jetzt schon. Das war mir zu früh, das fand ich nicht gut. Generell, es war ein bisschen viel Leerlauf, wie gesagt, in der Geschichte. Ich hätte gern, dass der Fokus so ein bisschen drauf gesetzt wird, was Avery mit ihrer Zukunft anfangen möchte, nachdem sie jetzt keine Profi-Balletttänzerin werden kann. Das wird auch schnell ersichtlich, was sie da machen möchte, aber ich finde, dass da hätte man noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen können, weil es ja ein wichtiges Thema in dem Buch ist irgendwie. Naja, aber trotzdem, es war irgendwie eine süße Geschichte, es war halt so ein typischer klassischer New Adult Roman, der am College spielt. Hat mir aber trotzdem irgendwie gut gefallen. Also das Rad wurde nicht neu erfunden, aber es war irgendwie süß. Und ich möchte den zweiten Band auf jeden Fall auch lesen. Also, ja, doch. Mal gucken. Wenn dann, also ich glaube, die Autorin könnte mir gefallen, wenn sie noch so ein bisschen optimiert wird. Mal gucken. Vielleicht liest sich die nächste Geschichte ja noch ein bisschen besser und ist inhaltlich ein bisschen mehr auf den Punkt. Mal gucken. Dann habe ich noch ein Rezensionsexemplar gelesen, nämlich Trust in Us von Annie Way. Das war auch ein klassischer New Adult College Roman und der war
Der war süß, muss ich wirklich sagen. Es war ein süßes Buch. Es geht hier um Carolyn und sie arbeitet am College, also für die Zeitung. Und sie möchte unbedingt Sportreporterin werden. Und so kommt es ihr ganz gelegen, dass ihr Boss sie losschickt, um einen Footballspieler zu interviewen, den sie irgendwie noch gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Nämlich Jeff. Und die beiden führen ein Interview und ja, da sprühen ziemlich schnell die Funken. Und ja, da ist dann schon ziemlich schnell klar, die beiden werden sich nochmal wieder treffen und verbringen dann auch eine heiße Nacht miteinander. Und ja, aber das ist nicht alles. Sie lernen sich dann auch ein bisschen näher kennen. Und es entwickelt sich dann ziemlich schnell, ja, so eine Liebesgeschichte. Aber Carolyn weiß etwas über Jeff, was dafür sorgen könnte, dass seine geplante Football-Karriere den Bach runtergeht. Und wenn sie das aber nicht preisgibt, was sie über ihn weiß, dann steht ihre eigene Karriere für die College-Zeitung auf dem Spiel. Und dieser Konflikt bietet halt sehr viel Fettnäpfchenpotenzial und Konfliktpotenzial, sagen wir es mal so. Mir hat das gut gefallen. Ich mochte Caroline am Anfang überhaupt nicht. Ich habe gedacht, oh, ist die ätzend. Also, die war so sehr oberflächlich. Sie hat irgendwie gedacht, ja, alle Footballspieler sind sowieso nur auf Sex aus und kein Beziehungsmaterial. Und so hat sie sich halt denen gegenüber auch verhalten. Sie hat so mit ihren Reizen gespielt und hatte schon mit vielen Footballspielern was. Und das war halt, ja, sie war dann auch sehr so auf ihr Äußeres bedacht und sie war einfach sehr oberflächlich. Und Jeff hingegen, der war niedlich. Ich fand den super süß. Er will einfach nur Football spielen. Für ihn ist es sehr wichtig, in die NFL, ja, National Football League, ja, in die NFL. Also er möchte unbedingt Profi-Footballspieler werden, denn er braucht Geld. Denn seiner Mutter geht es überhaupt nicht gut und Geld könnte ihnen die Sache ein bisschen erleichtern. Und ja, dann lernte halt Caroline kennen und er war so süß. Ich weiß nicht, ich fand die total, die waren irgendwie total niedlich miteinander. Die waren halt sehr sexy. Es gab viele Sexszenen in dem Buch, aber es war nicht so ätzend, dass ich jetzt gedacht hätte, so, das muss ich jetzt überblättern. So, manchmal hat man das so, dass wenn es zu viele Sexszenen gibt, dass man dann einfach immer nur so drüber liest, so, weil es immer dasselbe ist. Aber hier hat es noch nicht, es war noch nicht so viel, ne? Also es ging. Ich muss sagen, dann haben die sich so ein bisschen näher kennengelernt. Es entwickelte sich dann außerhalb der Erotik etwas zwischen denen. Das hat sich ein bisschen gezogen. Also, da hätte man. Das war so, das war halt, wie die sich dann, was die gemacht haben. Die haben sich dann verabredet zu so Sachen. Da fehlte so ein bisschen der Wumms, muss ich sagen. Das waren halt so 0815 Begegnungen, so Dates, die mich irgendwie nicht vom Hocker reißen konnten. Das war jetzt nichts großartig Besonderes. Es war nett. Als dann aber wirklich die Konflikte losgingen, denn Caroline weiß ja etwas über Jeff, da wurde es dann interessant. Also da war dann wirklich, da war so viel Krawall, dass man einfach dranbleiben wollte, dass man wissen wollte, wie das jetzt weitergeht. Caroline hatte dann auch ihre komplette so Oberflächlichkeit verloren irgendwie. Man hat immer mehr über sie erfahren. Und man hat auch erfahren, dass es ihr selbst auch nicht unbedingt gut geht. Sie ist nämlich, kommt aus einem reichen Elternhaus und da läuft auch nicht alles perfekt. Was mir richtig gut gefallen hat, war das College-Setting. Und das, obwohl man die Uni eigentlich gar nicht so von innen sieht. Wir sind ja gar nicht so bei den Vorlesungen oder so, aber es hat mir trotzdem gut gefallen. Es war gut beschrieben und hat sich authentisch angefühlt. Und dasselbe gilt auch fürs Football-Training und für die Football-Spiele. Denn man hat gemerkt, dass die Autorin sich etwas damit auseinandergesetzt hat. Dass sie nicht einfach nur gedacht hat, so, ich schreibe jetzt über einen Footballspieler und schreibt dann mal, wie er da einen Pass wirft, sondern sie hat sich schon, da sind ein paar Fachausdrücke drin vorgekommen und das fand ich cool, weil ich habe leider auch schon gehabt, dass man so gemerkt hat, so, du Mädel, du hast dich halt
dass die Autorin sich nicht mit dem Sport beschäftigt hat, über den sie schreibt. Und das finde ich dann immer richtig ätzend. Aber das war hier richtig gut. Finde ich klasse, dass sie das so gemacht hat. Und ja, das hat auch wirklich dieses ganze Setting, dieses entspannte College-Ding, das hat irgendwie, das hat sich gut angefühlt, hat Spaß gemacht. Das war jetzt, es war jetzt nicht so mein ultimatives Lebenslese-Highlight oder so, aber es hat sich gut angefühlt. Es war ein schöner Roman, der jetzt perfekt in den aufkeimenden Sommer passt. Ja, der hat Spaß gemacht. Also wenn ihr auf College-Liebesromane steht, ja, guckt da mal hin. Also das ist wirklich ein nettes Buch gewesen. Dann habe ich noch beendet Meine beste Freundin von Sarah Elderson. Ja, hier geht es um Lizzie. Und Lizzie befindet sich gerade in der Welt des Online-Datings. Und da wird ihr bei Tinder ein Typ vorgeschlagen. James. Und sie kennt James schon, denn der war mal mit ihrer ehemaligen Arbeitskollegin zusammen. Und der sieht unwahrscheinlich gut aus und ist ganz toll. Und Lizzie kann sich gar nicht vorstellen, dass ausgerechnet dieser Typ sich für sie interessiert. Und ist ja nicht noch mit Becca zusammen. Und naja, sie schreibt dann so ein paar Nachrichten mit James hin und her. Und während sie das macht, will sie nachforschen, ob er nicht doch noch mit ihrer ehemaligen Arbeitskollegin Becca zusammen ist. Dann surft sie so durchs Internet und guckt sich ein paar Social-Media-Seiten von Becca an. Und ja, irgendwie passiert es dann, dass Becca mitkriegt, dass Lizzie und James sich treffen wollen. Und das findet Becca gar nicht gut. Lizzie ist daran zwar auch selber schuld, aber ich sag mal so, es wird Lizzie ab da nicht mehr wirklich gut gehen. Ach ja, bisher habe ich nur Jugendromane von Sarah Elderson gelesen und die fand ich wesentlich besser als diesen Thriller. Sarah Elderson beschreibt sonst immer so richtig tolle Figuren. Die Nebenfiguren sind meistens hervorragend und ja, die Protagonisten sind meistens so, ja, die sind halt nett und sind in Ordnung. In diesem Buch fand ich absolut niemanden sympathisch. Lizzie ist so eine unglaublich gehässige, eklige Person. Die war wohl früher mal dick und hat sich jetzt aber so optimiert. Also sie hat ganz viel abgenommen und hat ihr Outfit geändert und schminkt sich jetzt anders, hat ihre Haare gefärbt. Und sie glaubt halt, man kann nur einen Partner und die Liebe fürs Leben finden, wenn man heiß aussieht. Und sie ist jetzt auch so total gehässig anderen gegenüber, die vielleicht nicht so super heiß sind. Die hat eine Arbeitskollegin, mit der versteht sie sich zwar eigentlich ganz gut und die würden sich wahrscheinlich auch als Freundinnen bezeichnen, aber sie redet halt abwertend über die und so. Und nee, also Lizzie, die ging gar nicht. Dann war da noch Becca, die hatte auch irgendwie einen Lattenschuss. Also, nee, die war genauso bekloppt wie Lizzie. Und dann hatten wir halt noch den Love Interest James. Der hatte auch irgendwie nicht mehr alle. Also, der war auch so ein Unsympath vor dem Herrn. Das hat mir das Buch schon sehr schwierig gemacht. Die Autorin hat sich hier eindeutig nicht auf die Figuren fokussiert, sondern auf die Geschichte. Und es sollte eine Geschichte voller Twists werden. Man liest dann so das Buch und denkt sich dann so, in welche Richtung das gehen wird. Dann kommt der große Twist und manche finden ihn vielleicht genial. Für mich hat er überhaupt nicht funktioniert. Ich fand ihn ganz, ganz grauselig. Denn er hat alles in Frage gestellt, was man vorher erfahren hatte. Und das hat für mich nicht geklappt. Das fand ich doof. Ich hätte an dieser Stelle auch das Buch fast abgebrochen, weil es mir einfach zu blöd war, weil ich mir so vereimert vorkam. So, ich habe die ganze Zeit geglaubt, es geht in diese Richtung und dann kommt aber was, was halt einfach keinen Sinn ergeben hat. Hat sich dumm angefühlt. Man hat sich als Leser verarscht gefühlt. Und das fand ich ein bisschen doof. Wenn man sich dann aber mit dieser Situation abgefunden hat, war es irgendwie noch ganz interessant und man wollte dann schon wissen, wie es ausgeht. Mir hat dann zum Ende nochmal so ein Kniff gefehlt. Ein Kniff, der alles nochmal zum Einsturz bringt, was man so glaubt, wie das Ende jetzt ist. Etwas, was so übersehen wurde, ne? Aber das hat man nicht gekriegt und dann war das irgendwie so ein lasches Ende und ich dachte, ja, okay. War nicht das beste Buch. Ich habe jetzt schon gesehen, sie schreibt jetzt noch mehr Thriller. Also es gibt schon einige. Ich habe noch einen auf meinem E-Book-Sub. Und zwar der Nachfolger, da geht es irgendwie um Familie. Ich weiß nicht, ob ich die Thriller von ihr so gut finde. Ich glaube, ich bleibe. Also diesen einen, den ich schon habe, den werde ich wahrscheinlich jetzt noch lesen. Aber ich glaube, ich bleibe sonst lieber bei den Jugendbüchern. Die geben mir irgendwie mehr. Wenn ihr das Buch schon gelesen habt,
Schreibt mir unbedingt mal, wie ihr das fandet und ob ihr euch bei diesem Twist auch so vereimert vorgekommen seid. Was habt ihr eigentlich im letzten Monat so gelesen? Gab es da irgendwelche Highlights oder so absolute Lowlights, von denen ihr mir erzählen wollt? Dann schreibt es mir super gerne in die Kommentare, da freue ich mich. Und wenn ihr diesem Kanal noch kein Abo dagelassen habt, dann macht das doch jetzt gerne, dann erfahrt ihr auch, was ich im Juni alles so lesen werde. Dann habe ich zusammen mit Paula von The Reading Fox die Zwillinge von Summerburn von Emma Rowse gelesen. Das ist ein Familiengeheimnisroman. Es geht hier um Seraphine und sie hat einen Zwillingsbruder und am Tag ihrer Geburt hat sich ihre Mutter von den Klippen, die direkt am Haus liegen, ja, runtergestürzt und war tot. Über diese Vorkommnisse wird in der Familie eher, ja, geschwiegen, aber als dann ihr Vater stirbt, findet Seraphine ein Foto, das sie nachdenken lässt und was dafür sorgt, dass sie diesem Geheimnis, was damals passiert ist, auf die Spur kommen will. Ja, und damit löst sie etwas aus, was, ja, sagen wir es mal so, nicht jeder möchte, dass sie hinter dieses Geheimnis kommt. Es ist ein Roman, der auf zwei Zeitebenen spielt und er hat mich sehr schnell in den Bann gezogen. Ich glaube, Paula ging es wirklich genauso. Wir haben uns da ja ausgetauscht. Man konnte das Buch irgendwann nicht mehr aus der Hand legen. Es war, also man, es ging sofort los. Die Autorin hat einen sofort in die Geschichte reingeworfen, fast schon ein bisschen zu schnell. Und man wurde immer wieder mit neuen Geschehnissen konfrontiert. Wir haben hier einmal die Sicht von Seraphine, die jetzt herausfinden möchte, was damals passiert ist. Und dann haben wir noch die Sicht von Laura, dem Kindermädchen, das vor Ort war, als Seraphine und ihr Bruder geboren wurden. Also wir befinden uns hier noch so in den 90er Jahren. Und dann haben wir halt dieses Summerborn-Anwesen. Das ist irgendwie, es ist ein Riesenteil, das direkt an den Klippen liegt und was irgendwie nochmal seinen ganz eigenen Charme versprüht. Und ja, die Bewohner sind nicht unbedingt alle sympathisch dort und haben so ihre ganz eigenen Charaktereigenschaften, die nicht immer gut und schlecht sind, die nicht immer positiv sind. Aber das hat irgendwie den Charme des Buches ausgemacht. Also manche Leute hatten hier wirklich so eine Macke und man dachte immer so beim Lesen, wow. Seraphine fand ich als Charakter etwas naiv. Die hat manchmal so Sachen abgezogen, da bei ihrer Geheimnisauflösungsaktion, wo man sich so gefragt hat, so Mädel, bist du irgendwie dumm? Also da sind Sachen passiert und sie ruft einfach nicht die Polizei, wo jeder normale Mensch schon längst die Notbremse gezogen hätte. Aber das diente irgendwie halt dem, dieser, ja, dass manche Geheimnisse nicht so schnell aufgelöst werden sollten. War jetzt nicht so optimal gemacht, sage ich mal so, weil manchmal dachte man echt so, Mädel, bitte. Laura war mir hier tatsächlich noch am sympathischsten, also das Kindermädchen, die hatte auch irgendwie so ein bisschen die A-Karte gezogen in der ganzen Geschichte. Was mir auch aufgefallen ist, die Abschnitte in der Gegenwart wirkten manchmal etwas holprig. Also, das war aber wirklich nur in der Gegenwart. Da hat Paula mich auch darauf aufmerksam gemacht. Ich fand im Schreibstil, da war manchmal etwas so, da fehlte so ein bisschen der Drive. Es wirkte irgendwie abgehackt. Und Paula hat dann gemeint, achte mal drauf, das ist nur in der Gegenwart und nicht in der Vergangenheit. Und dem war auch so. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Stilmittel sein sollte, aber hat sich komisch angefühlt. Das Familiengeheimnis war jetzt nicht so super durchschaubar. Also, man konnte sich nachher schon denken, in welche Richtung das geht. Aber ich wäre nicht auf alles gekommen. Allerdings blieb auch zu vieles ungesagt, muss ich sagen. Es war halt super spannend und es gab dann so ein paar Figuren, die wurden nur eingeführt. Also in diesem Buch spielen sowieso schon viele Figuren eine Rolle. Und dann wurden noch Figuren eingeführt, die irgendwie nur eingeführt wurden, um den Leser zu verwirren. Das fand ich ein bisschen doof. Und das hätte die Autorin eigentlich auch gar nicht nötig gehabt. Und was mich aber gestört hat, war, dass viele Sachen nicht zu Ende beschrieben wurden. Also da blieb zu viel offen für meinen Geschmack. Trotzdem war es ein sehr spannendes und unterhaltsames Buch. Es hätte für meinen Geschmack aber noch ein bisschen emotionaler sein können. Ich werde auf jeden Fall trotzdem noch Bücher in die Richtung mal ausprobieren, denn das war jetzt eher so ein Zufallsfund. Ich hätte ja auch nicht gedacht, also das hatte ich ja in dieser riesen Wunder-Büchertüte, die mir meine Freundin geschenkt hat. Wo einfach lauter Bücher drin waren, die sie aussortiert hat und die ich dann mal durchstöbert habe. Und irgendwie klang das hier ganz süß, ne? Und interessant.
Und trotzdem hätte ich nicht gedacht, dass mir diese Familiengeheimnisgeschichten gefallen. Aber ich werde auf jeden Fall mal, vielleicht auch mit Paula zusammen, nochmal das ein oder andere Buch lesen, weil irgendwie, es war schon interessant. Mal was anderes. War cool. Für mal so zwischendurch war das nett. Und zu guter Letzt habe ich hier dann noch Ah, mit dir falle ich von Inka Lindberg, was ich auch wieder mit der Leo zusammengelesen habe. Ja, hier geht es um Robin und sie studiert Maschinenbau und ist die Beste in ihrem Jahrgang und verdient sich Geld mit Nachhilfe dazu. Denn Geld ist bei ihr immer sehr knapp und so gerät sie an den reichen Schnösel Finn, der ihr Nachhilfeschüler wird und zwischen den beiden prickelt es dann. Aber kann das was werden? Die beiden stammen total aus unterschiedlichen Welten. So, klingt nach einem klassischen New Adult Roman und ich hatte aber gedacht, das darf es nicht werden. Denn Inka Lindberg hat einen YouTube-Kanal, einfach Inka, wo sie über toxische Beziehungen redet und über Date-Horror und ja, über also so ein Kram halt und ich dachte, das muss unbedingt in dieses Buch einfließen. Mindestens die Hälfte des Buches war aber irgendwie überhaupt nicht klar, worauf die Autorin hinaus will mit ihrer Geschichte. Ich mochte Robin gerne. Sie war eine süße Protagonistin, die kleidet sich so ein bisschen anders. Sie hört gern 80er Jahre Classic Rock. Sie hat einen Hamster und ja, Geld ist halt immer knapp. Sie wird nicht von ihren Eltern unterstützt oder so. Und ja, sie nagt mehr oder weniger am Hungertuch. Und dann haben wir Finn, der ist halt so ein super krasser Macho, der irgendwie meint, er ist der tollste Hecht und er ist super reich. Und er, als Robin und er aufeinander treffen, da habe ich mir ein bisschen schwer getan. Also die Dialoge waren so gestelzt und dümmlich teilweise. Er ist halt so der super Macho und lässt das auch voll raushängen und nennt sie immer Kleine und so. Und er lässt halt gleich durchblicken, er würde sie gerne mal vernaschen. Und Robin ist da erst so. Also sie kann ihn eigentlich überhaupt nicht leiden. Trotzdem findet sie ihn irgendwie super hot. Und sobald er seinen Bizeps anspannt, will sie sich am liebsten an ihm reiben. Das hat für mich irgendwie schon gar nicht zusammengepasst. Und das war auch ein Problem, das ich mit dem Buch hatte. Denn natürlich entwickelt sich hier im Laufe der Seiten eine Liebesgeschichte. Ich habe es aber nicht kapiert, weil Finn nichts an sich hatte, wo man begriffen hat, warum findet die den jetzt toll? So, der war einfach ein Idiot. Und er hatte irgendwie anscheinend nichts außer sein Aussehen. Und die ganze Beziehung, die hier entsteht, ist auch sehr sexlastig und scheint irgendwie nur auf Sex zu basieren. Es hat sehr lange gedauert, bis man dann begriffen hat, in was für eine Richtung Inka Lindberg möchte. War mir zu spät. Denn was dann noch kam, hätte man auch viel besser umsetzen können. Also, wir hatten am Anfang halt so ein ewiges Rumgeeier, bis dann die Geschichte mal Fahrt aufgenommen hat. Und als es dann endlich, als einem dann klar war, was hier Sache ist, was es für eine Art von Buch ist, da war es schon fast wieder vorbei. Prinzipiell hätte ich, glaube ich, die Umsetzung des Themas, wenn sie ein bisschen schnell auf den Punkt gekommen wäre, eigentlich ganz cool gefunden. Also, das ist halt, war dann nicht so die klassische Liebesgeschichte. Aber die Umsetzung war irgendwie, ich weiß nicht, die Autorin hatte kein Gespür dafür, wie man einen roten Faden konstruiert und wie man so Nebenhandlungen sinnig in die Haupthandlung einfließen lässt. Die Nebenfiguren waren hier auch ganz süß. Da wurde nicht so ein super großer Fokus drauf gelegt. Das hat mir gut gefallen. Man hatte so ein bisschen Nebenhandlungen, aber halt nicht so viel. Die Nebenfiguren, ach, da gab es einen Tim. Ernsthaft? Warum hat man denn einen Finn und einen Tim in einem Buch? Das fand ich ein bisschen. Das hätte nicht sein müssen. War ein bisschen doof. Was auch echt schlecht gemacht war, war, dass die Autorin sich auf innerhalb weniger Seiten widersprochen hat. Also da ging es irgendwie um die Vorlieben von Robin bezüglich, ich weiß nicht mal mehr, von was es war. Auf jeden Fall hat sie auf der einen Seite gesagt, sie mag das nicht, und auf der nächsten Seite war es dann wieder cool. Nein, das sind so Sachen, die kann man ja vermeiden, wenn man sein Geschriebenes einfach nochmal liest, ne? Ich weiß auch nicht, warum das dem Lektor nicht aufgefallen ist. Also, das sind so Sachen, die könnte man halt vermeiden, ne? Prinzipiell hat mir der Schreibstil von Inka eigentlich gefallen. Also, sie kann schon schreiben, es war angenehm, es war so, als ob man halt zu einer Freundin zuhört, ne? Wenn sie so was erzählt. Aber irgendwie,
was sie halt geschrieben hat, war dann halt nicht der Burner. Also, ich habe mir so schwer getan mit der Geschichte und Leo ging es leider genauso. Also zum Schluss hin mussten wir uns wirklich durchquälen. Und ich finde das so schade, weil die Grundidee war cool, aber das hat einfach zu lange gebraucht, alles. Nee, also es war dann kein Buch. Ich kann es nicht empfehlen. Es ist ein Buch, das. Coole Idee, aber schlechte Umsetzung. Also, nee. Wenn ihr einen guten New Adult Roman lesen wollt, dann nicht den. Tut mir leid. Also, ich kann es nicht empfehlen. Mag Inka, aber ihr Buch. Nee. Aber das Ende war ganz irgendwie ganz cool. Da hätte man aber auch noch ein bisschen mehr rausholen können. Es war jetzt kein typisches New Adult Roman Ende, sage ich schon mal so. War irgendwie ganz nett, aber da hätte man so viel mehr rausholen können. Schade. Ja, das war's. Das habe ich alles gelesen und es war jetzt kein so ein richtiges Highlight dabei, aber es waren schon ein paar Bücher dabei, die mir gut gefallen haben und die Spaß gemacht haben. Und die Buddy Reads haben mir auch sehr Spaß gemacht. Ich dachte erst, drei in einem Monat wären ein bisschen viel, aber war dann doch in Ordnung und es hat Spaß gemacht. Also gerade die Zwillinge von Summerborn mit Paula zusammen war super lustig und wir haben uns dann auch so gegenseitig immer in diese Geheimnisse so reingetriggert. Das war niedlich. Es hat Spaß gemacht. Paula, wenn du das siehst, ich hoffe, wir machen das mal wieder. Ja, mehr habe ich dann heute auch gar nicht zu erzählen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn ihr eins dieser Bücher, die ich euch heute gezeigt habe, schon gelesen habt, dann schreibt mir doch gerne, wie ihr die gefunden habt. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss.